Liebe Delegierte, liebe Kollegen, viele von Ihnen werden mich kennen von Soest und Werl, da hatte ich immer eine rote Krücke dabei. Ich habe diese rote Krücke im Keller gestellt und ich hoffe, wir stellen auch die roten Krücken in Düsseldorf und Berlin in den Keller. Ich werde hier nicht einen Rundumschlag durch die Politik machen, auch nicht auf unsere Gegner einschlagen. Wir sind uns einig in den meisten Themen, wie wir unsere Gegner bekämpfen. Vielmehr möchte ich mich hier vorstellen, wer ich bin, denn Sie wollen wissen, wen Sie wählen. Ich bin ehrlich, ich bin direkt und manchmal fehlt mir die sogenannte Political Correctness. In Soest und Werl wurde jeder Bewerber vor seiner Rede gefragt, was haben Sie bisher für die AfD getan? Ich fand diese Frage richtig und ich fand diese Frage auch richtig. Ich habe mir diese Frage gestellt. Mehr noch, ich habe die Kollegen in meinem Kreisverband gefragt, was haltet ihr davon, wenn ich mich für die Landesliste bewerbe? Ebenso habe ich mich gefragt, wo auf der Landesliste soll ich mich bewerben? Wo sind meine Themen? Wie wichtig sind die Themen, in denen ich mich auskenne? Wir haben bisher etwa 80% der Leute, die sich hier vorgestellt haben, mit einem Studium oder einem ähnlichen Abschluss. Ich habe nicht studiert. Ich bin gelernter Handwerker. Reicht das? Die nächste Frage. Die nächste Frage war, was kannst du außer deinem Fachgebiet? Ich bin Teamplayer, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin es gewohnt, zu entscheiden, wenn durch Diskussion kein Ergebnis zu erwarten ist. Ich bin seit September 2015 Kreissprecher im Kreisverband Wuppertal. Erst kommissarisch, dann ordentlich gewählt. Das sind 14 Monate. Vor September 2015 hatten wir etwa alle drei Monate neue Wahlen. Ich bin Mitglied in einer Bezirksvertretung, der einzige im Übrigen in Wuppertal, der auch zu den Vorgesprächen eingeladen wird, obwohl er nur Einzelmitglied ist. Ich bin auf Platz 1 der Delegiertenliste und ich habe ein Direktmandat ohne Gegenstimme. Und ja, ich bin auf dieser Konsensliste, das wohl aber eher als Vertreter der Neutralen. Und aus diesem Grund habe ich auch nichts gewusst von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, die ich persönlich aber toleriere. Denn Mehrheitsbeschaffung ist in der Politik normal. Ich habe diese Protokolle bis heute nicht gelesen, da ich mich nicht mit irgendwelchen Wortlauten beschäftigen möchte, denn wir haben wahrlich Besseres zu tun. Ich bewerbe mich hier für die Bereiche Verkehr und Sport, weil ich mein ganzes Leben beruflich und privat in diesen Bereichen zugebracht habe. Zugegeben, es sind nicht die Kernthemen der Landespolitik, aber eben auch Themen, die bedient werden müssen. In meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres als Personen auf Posten, von denen sie keinerlei Grundwissen haben und ihr ganzes Fachwissen auf die Berater stützen. Ich habe in beiden Themen, für die ich mich hier bewerbe, lange gearbeitet und auch gelernt. Nach meiner Kfz-Elektrikerlehre war ich 4 Jahre bei der Bundeswehr, arbeite seit 1989 in einem Verkehrs- und Versorgungsunternehmen. Angefangen habe ich als einfacher Busfahrer, nach 2 Jahren ging ich in die Fahrausweisprüfung und wiederum nach 2 Jahren bot man mir an, einen Mobilitätsservice mit aufzubauen. Mobilitätsservice bedeutet, europaweite Reisen im ÖPNV organisieren, Schwebebahnvermietung mit Vertragsabschluss, Catering und so weiter, Hochzeiten im Kaiserwagen organisieren, Reisebusvermietung mit Kalkulationen und Verträgen. Und wir haben als Erste ein professionelles Carsharing an den Markt gebracht. Natürlich bringt das auch mit sich, dass man sich intensiv mit der Verkehrswegeinfrastruktur beschäftigt. Ich glaube, was den Notstand in der Sanierung der Straßen und Brücken in NRW betrifft, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Kommen wir noch kurz zum Thema Sport. Ich habe 28 Jahre lang Autorennen gefahren. Auch da habe ich ganz klein mit einem Ford Fiesta im Amateurbereich angefangen, um dann später semi-professionell für VW eine Meisterschaft zu holen und zum Schluss mit einem Porsche GT3 bei Langstreckenrennen zu fahren. Von 2008 bis 2012 war ich dann Teammanager eines großen Porsche-Teams mit bis zu 6 Einsatzfahrzeugen. Dadurch bekam ich einen besseren Einblick in Teamfinanzierung, Sponsoring und Logistik, da ich bei den meisten Gesprächen dabei war.
Heute fahre ich ab und zu noch auf Anfrage Safety Car oder Intervention Car. Ich möchte mich in NRW für den Schul- und Breitensport einsetzen, denn ohne eine gesunde Basis geht im Sport nichts. Durch Lehrermangel aus Sparzwang fallen immer mehr Sportstunden aus. Durch fehlinterpretierte Glaubensfreiheit sind viele Schülergruppen in der Lage, sich auszusuchen, ob, wann, wo und ob sie überhaupt Sport mitmachen. Städte und Gemeinden stehlen sich aus der Verantwortung, indem sie Sportplätze an Vereine übergeben, die dann ehrenamtlich diese Plätze unterhalten und das am finanziellen Limit. Das führt dazu, dass alte Ascheplätze, auf denen sich Hobbysportler sonntags morgens treffen, aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Ähnlich verhält es sich mit Sporthallen und Schwimmbädern. Die meisten befinden sich im Sanierungsstau oder werden anderweitig genutzt oder schlichtweg aufgegeben, weil das Geld fehlt. Wir sitzen auf der Couch und hören uns das Gejammer an, wenn wir wieder weniger Goldmedaillen erringen. Wie kann das passieren? Ganz einfach. Unsere dicken Kinder sitzen vor dem Computer, weil sie weder in der Schule noch in der Freizeit animiert werden, Sport zu treiben, weil entweder das Geld fehlt, das Personal oder die Sportstätten. Wir schauen auf einen elitären Kreis von Profisportlern und freuen uns auf die Erfolge von Vettel, Neuer, Kerber und vergessen unsere Amateur- und Hobbysportler, die Randsportgruppen und unsere Kinder. Und ganz am Ende dieser Kette wundern wir uns, wenn wir mit 40 Rücken, Knie oder Hüfte haben. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Ich rauche. Und deshalb gehe ich vielleicht öfter vor die Tür als andere. Dabei höre ich viel und ich sehe viel. Es ist ganz normal, dass innerhalb einer Partei verschiedene Meinungen, Lager und Strömungen gibt. Und natürlich versuchen alle ihre Favoriten zu bevorzugen. Und natürlich gibt es Enttäuschte. Und es wird Enttäuschte geben. Ich möchte, dass sich im Land etwas ändert. Ich mache das aus Überzeugung für die AfD und meine Kinder. Ich bin wirklich der Meinung, wir sind die Einzigen, die in diesem Land was ändern können. Danke. Gibt es Fragen?